Werte Präsidium, geehrte Damen und Herren Kollegen, liebe Bürger, der vorliegende Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Landesprogramms Demokratie und Toleranz stärken gibt Anlass zur Kritik. Schaut man sich nämlich den Inhalt des Berichtes an, so fehlt etwas. Thematisiert wird ausschließlich der Kampf gegen rechts. Mein Kollege Ape hat es eben schon erwähnt. Nach dem aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern gibt es allerdings nicht nur Probleme mit dem rechtsextremen Spektrum, sondern vielmehr auch mit linksextremen Strukturen im Land. Völlig ausgeblendet wird in dem Bericht, dass der mehrfach erwähnte Polarisierungsprozess der Gesellschaft eben durch beiderseits des demokratischen Spektrums angesiedelten politischen Extremismen bedingt ist. Eine Stärkung von Demokratie und Toleranz, die sich das Landesprogramm ja auf die Fahnen geschrieben hat, bedarf deshalb nicht ausschließlich dem sogenannten Kampf gegen rechts, sondern mindestens in gleichem Maße auch dem Kampf gegen links. Im vorliegenden Bericht wird das hierzu entscheidende Stichwort Polarisierung viermal erwähnt. An vier Stellen in Ihrem Bericht beklagen Sie die radikalisierende Wirkung einer polarisierenden Gesellschaft. Und genau diese viermal verstehen Sie nicht, dass Sie selbst großen Anteil an eben dieser Entwicklung haben. Denn es ist Ihre zustimmende Haltung zum mehr als fragwürdigen Kontrollverlust bei der illegalen Migration gewesen, die dem demokratischen Verständnis vieler Bürger einen Bärendienst erwiesen hat. Dies wird im Bericht beispielsweise bei dem betrieblichen Beratungsteam deutlich. Ich darf aus dem Bericht zitieren: Die Arbeitsbedingungen des betrieblichen Beratungsteams änderten sich durch die starke gesellschaftliche Polarisierung im Zusammenhang mit dem Thema Flucht und Asyl, Abwehrhaltungen bis hin zu rassistischen, menschenverachtenden und antidemokratischen Einstellungen wurden von Mitarbeitenden in Unternehmen selbstbewusst geäußert. Zitat Ende. An diesem Auszug aus dem Bericht ist zu sehen, wie sehr Ihr Programm, über das Sie berichten, Schlagseite aufweist. Der Unmut der Bürger über die jüngere Entwicklung wird nämlich sofort mit dem Stigma rassistischer Denkweisen verbunden. Sie stilisieren den Rechtsextremismus zum allgemeinen Problem und werfen legitime Interessen des Volkes wie Sicherheit, Meinungsfreiheit und demokratische Teilhabe in einen Diffamierungsstrudel, ohne die Kritik vorher auf ihre Berechtigung geprüft zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass zu einer Polarisierung mindestens zwei Seiten gehören. Die Frage ausufernder Gewalt kann eben nicht nur mit dem Blick auf rechtsextreme Strukturen und Taten beantwortet werden. Die Anschläge gegenüber Mitgliedern meiner Partei, auch das erwähnte mein Kollege Ape schon im letzten Jahr, sind mahnendes Beispiel dafür. Friedliche Bürger, die sich in unserer Partei engagieren, mussten Bekanntschaft mit dem physischen und psychischen Terror linksextremer Kreise machen. Und auch Gastwirte sowie aktive Politiker mit Unionsparteibuch sind hierbei Opfer geworden. Selbst der Landesverfassungsschutz registriert diese Entwicklung in einem jüngsten Bericht mit den Worten, ich zitiere: Insgesamt kann zudem die Tendenz festgestellt werden, dass die Hemmschwelle zur Begehung von Gewalt gegen Personen und deren Eigentum, die nicht zur rechtsextremen Szene zu zählen sind, gesunken ist. Als Beispiele sind insoweit die Übergriffe auf Mitglieder der Partei AfD zu nennen, sowie auf Angehörige von Studentenverbindungen. Soweit das Zitat aus dem Landesverfassungsschutzbericht. Und genau diese Tendenz ist besorgniserregend, meine Damen und Herren. Es ist gut und richtig, sich Rassismus und rechtsextremen Entwicklungen entgegenzustellen. Doch wer dabei die Gewalt gegen Menschen vergisst, die patriotisch sind und berechtigte Sorgen zur Masseneinwanderung äußern wollen, der zerstört unseren demokratischen Diskurs, der greift die Grundlage für unser politisches System an, nämlich die freie Rede, den selbstbewussten Austausch von Meinungen. Und wissen Sie, wie oft in Ihrem Bericht das Wort Linksextremismus vorkommt? Ich sage es Ihnen nicht ein einziges Mal.
Dabei sind auch die neuesten Zahlen zur Entwicklung politisch motivierter Kriminalität im April des Jahres alarmierend. So stellte der Innenminister Cafier fest, ich zitiere, dass die linksextremistischen Gewalttaten einen Höchststand erreicht haben. Nur zum G8-Gipfel 2007 wurden mehr derartige Straftaten registriert. Zitat Ende. Die Gründe der im Bericht aufgegriffenen Polarisierung sind nicht die vielfältigen Proteste asylkritischer Gruppen, sondern auch hier steht die durch die Masseneinwanderung entfesselte Polarisierung der Gesellschaft im Zentrum der Ursache. Wenn eine sich als Mitte bezeichnende Regierung auf Landes- und Bundesebene sich dazu hinreißen lässt, eine Politik der unkontrollierten Grenzöffnung zu vollziehen, wenn linksextreme Kreise jeden bürgerlichen oder patriotischen Protest, ja auch nur jedes kritische Wort gegen die aktuelle Migrationspolitik niederbrüllen und mit der Nazi-Keule zu ersticken versuchen, wenn diese Zustände von der Landesregierung noch nicht einmal in einem Bericht zum Landesprogramm Demokratie und Toleranz stärken problematisiert werden, dann, meine Damen und Herren, und nur dann haben wir ein echtes Demokratieproblem. Was heißt denn Stärkung der Demokratie? Doch wohl vor allem ist endlich zu ermöglichen, eine echte und wirklich freie Diskussion in der Gesellschaft zu den großen Fragen unserer Zeit zu tragen. Eine friedliche Zukunft unserer Heimat, ja, das Funktionieren unserer politischen Ordnung hängt davon ab, einen demokratischen Diskurs zu ermöglichen, der Alternativen zulässt und einen ungetrübten Blick auf aktuelle Entwicklungen leistet. Wer hingegen sein Land überfordert, wer die Integrationsfähigkeit der hier lebenden Menschen ignoriert und zugleich Aussagen dagegen blind verunglimpft, der darf sich nicht wundern, wenn Gewalt und Hass an den Rändern des politischen Spektrums blühen. Der anlassbezogene Hintergrund des Landesprogramms war die Erstarkung rechtsextremer Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern noch vor dem Einzug der NPD in das Schweriner Schloss im Jahr 2006. Nun durften wir erst kürzlich erleben, wie bedeutungslos diese Partei doch geworden ist. Das von Herrn Cafier maßgeblich mit angetriebene Verbotsverfahren scheiterte schlichtweg aufgrund der fehlenden Erfolgsperspektive. Stattdessen diktiert zunehmend der Islamismus und seine terroristischen Taten den öffentlichen Diskurs zu Fragen von Sicherheit und Identität. Auch in diesem Bereich besteht Handlungsbedarf. Wo wird diese Fragestellung im Bericht thematisiert? Nirgends. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie die Demokratie und Toleranz stärken wollen, dann hören Sie endlich wieder auf die Bürger. Beenden Sie Ihren Belehrungshabitus und verstecken Sie sich nicht weiter hinter Phrasen und Beratungszentren. Erkennen Sie, dass auch linksextreme und islamistische Kreise Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind. Vielen Dank.